Willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast, Rüdiger Safranski. Guten Tag. Herr Safranski, noch schreiben wir Januar. Ich darf Ihnen also noch alles Gute für den Rest des Jahres wünschen und auch des Lebensjahres, denn Sie sind am 1. Januar 70 geworden. Haben Sie irgendwelche guten Vorsätze gefasst, die Sie verraten mögen? Naja, eigentlich nicht. Ich bin dann immer voller Pläne, die mache ich mir immer gerne am Vorabend und dann hoffe ich einfach, dass ich bei Gesundheit bleibe und meine Vorhaben realisieren kann. Sie haben sich nicht vorgenommen, sich für irgendetwas mehr Zeit zu nehmen? Naja, ich habe mir schon eben vorgenommen, für mein nächstes Vorhaben mir also möglichst wenige Termine aufzuhalten. Also dazu muss man auch Nein sagen. Das fällt mir auch nicht immer sehr leicht. Das habe ich mir schon vorgenommen. Also weil ich erlebe das doch auch immer wieder, dass ich mich dann auch voll pfropfen lasse. Und da eine besondere Achtsamkeit, das ist mir schon auch jetzt nahegegangen. Wie sind Sie darauf gekommen, ein Buch ausgerechnet über die Zeit zu schreiben? Sie haben zwar auch schon über abstrakte Themen geschrieben, aber vor allem natürlich große Biografien, aber auch über das Böse oder über Globalisierung. Aber jetzt die Zeit. Warum muss jemand wie Sie ein Buch über die Zeit schreiben? Naja, Herr Voss, ich hab sowieso tatsächlich immer diesen Rhythmus, wenn ich so eine Monographie, eine größere Monographie oder Biografie geschrieben habe, dann wende ich mich gerne einem Thema zu. Und das Thema der Zeit, ja, das als Gegenstand, über den ich nachdenken möchte, dieses Thema verfolgt mich doch schon ziemlich lange. Und zwar, das fing also an, als ich damals mein Buch über Heidegger geschrieben habe. Ja? Sein und Zeit ist ja dessen Hauptwerk. Und da habe ich mir damals auch so eine Kladde zugelegt. So mache ich das immer. Ja? Wenn ich so ein Thema so ungefähr anvisiere, dann habe ich so ein System von Kladden, also so Ringbücher, ja, die ich dann vollschreibe unter bestimmten Gesichtspunkten, schöne Zitate, schöne eigene Überlegungen, Lesefrüchte und so weiter. Und das habe ich dann damals Anfang der 90er Jahre getan. Ja? Und diese Kladde zur Zeit hat sich dann auch immer weiter gefüllt. Ja? Es gibt für mich neben dem existenziellen Zugang, den wir natürlich alle haben zu diesem Thema, es berührt uns ja alle, habe ich dann auch noch diesen speziellen Zugang, dass ich schon seit der Schulzeit Marcel Proust so gerne gelesen habe. Ja? Und auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ja. Und das zitieren Sie ja auch in dem Buch. Ja, und beide. Also deswegen ist das ja auch nicht zufällig, dass beide dann doch immer wieder auch in diesem Buch dann auch ihren Auftritt haben als Stichwortgeber oder exemplarisch, dass man da an denen was deutlich machen kann. Also sie spielen eine Rolle. Ja, Kritiker haben ihn auch vorgeworfen. Sie haben ja überwiegend positive Kritiken, aber sie würden so sehr in Zitaten schwelgen. Ärgert Sie sowas? Naja. Stimmt es denn? Ich bringe schon, das macht mir eigentlich auch Spaß, so ein kleines Orchester dann zu dirigieren, so mehrere Stimmen auch zu bringen. Aber ich versuche doch, und ich denke in meiner eigenen Sicht, dass mir das eigentlich auch gelingt, dass diese, ich habe da eine besondere Zitiertechnik. Sie sind in meinem fließenden Text, fließen die mit. Also ich mache nicht so, dass ich jetzt hier ein Zitat hinstelle und dann setze ich wieder fort, sondern ich arbeite wirklich mit ihnen. Ja. Und so soll eben doch auch eine Multiperspektivität reinkommen. Aber vor allem ist es auch, dann sind das dann auch Figuren, von denen ich mich an unter bestimmten Fragestellen dann auch leiten lasse. Also wenn ich ein Kapitel hier habe über die Zeit der Sorge,
ja, da knüpfe ich natürlich dann an Heidegger an. Ja. Für Heidegger, das war ja im Grunde, wenn man so will, auch seine geniale Entdeckung, dass die Zeit als das, die Sorge als das diensthabende Organ der Zeiterfahrung zu nehmen, wie ich das da in diesem Zusammenhang nenne. Das sind so auch eigentlich auch ein Dank, den ich da abtrage. Ja, aber ist es eigentlich richtig? Ich meine, ist es nicht auch die Sorge bei Heidegger, ist es nicht auch, ich sag mal, etwas willkürlich gewesen? Denn man hätte ja auch sagen können, die Angst, also er bezieht ja das alles auf den Tod auch, unser ganzes Sein und Dasein. Man kann auch sagen, die Grundbefindlichkeit ist die Angst oder eine Grundbefindlichkeit ist die Hoffnung. Ist es so zwingend mit der Sorge? Naja, er lässt sich ja selber von einem einen alten antiken Mythos auch anregen. Ja. Die Sorge geht über den Fluss. Und es ist natürlich, wenn man versucht, das versucht ja auch Heidegger in unseren Erfahrungen, einen bestimmten Typ von Erfahrungen besonders namhaft zu machen, der in besonderer Weise mit unserer Zeiterfahrung zusammenhängt. Dann hat er einen richtigen Griff getan. Das ist die Sorge. Wir sind sorgende Wesen, weil wir über den Horizont der Gegenwart hinausblicken können. Und das ist auch eine große Verunsicherung, das ist auch eine große Beängstigung, die daraus kommt. Also daraus entwickeln sich eigentlich sehr viele Gefühle und es entwickelt sich aus dem sich sorgen können und sich sorgen müssen, entwickelt sich auch das Ganze, die Weltbewältigung, das praktische Eingreifen, das sich versichern, das Vorsorge treffen, ja, das Fürsorge treffen und so weiter. Also das Tolle jetzt auch bei der Heideggerschen Darstellung ist, dass aus dem Stamm der Sorge eine Vielfalt von Haltungsweisen hervorgehen oder er zeigt, wie sie hervorgehen. Und das fand ich wirklich also eine ganz inspirierenden Passagen im Heideggerschen Werk. Es geht mir jetzt eigentlich nicht so sehr darum, darzustellen, wie Heidegger das also sieht und dass Heidegger die Sorge nimmt, sondern ich greife diesen Ball auf. Ich mache es mir zu eigen und nehme die Sorge in einem Kapitel wirklich als Leitfaden, um Zeiterfahrungen zu beschreiben. Also ich will da nicht jetzt auf einmal noch ein kleines Buch über Heidegger, ein kleines Kapitel über Heidegger. Nein, ich nehme ihn, um mir etwas deutlich zu machen, wie ich an anderen Stellen mir Norbert Elias oder weiter nehme als Wegführer. Ja, so ist es dann bei der Sorge eben der Heidegger. Als ich mir überlegen musste, was ist die Leitfrage der Sendung, hatte ich mir ausgedacht, also die Zeit oder Zeit, oft zu viel und nie genug. Das ist ein schöner Spruch, ja. Also Sie reden ja auch über die Langeweile, wenn man zu viel Zeit hat. Aber im Grunde geht es dann auch wieder um die Lebenszeit und auch um unsere Zeit, in der uns die Zeit dauernd knapp wird. Knappheit, natürlich, ja. Also diese die Zeitknappheit, das ist natürlich das existenzielle Thema. Aber gerade bei der Zeitknappheit, da war es mir dann eigentlich auch wichtig darzustellen, wie wir uns, wie soll ich sagen, von der die ultimative Befristung, die wir alle haben, die Zeitknappheit, weil wir sterben müssen, wir die eigentlich auch ganz schön überdecken können, indem wir im gesellschaftlichen Getriebe sozusagen sekundäre Knappheiten haben. Da haben wir ja auch nie Zeit. Da ist dann die Zeit auch knapp in der Betriebsamkeit der Anforderungen, die wir haben. Und so schiebt sich die über die existenzielle Zeitknappheit schiebt sich so diese sekundäre Knappheit, die im landläufigen Sinne bedeutet, ach, jetzt habe ich wieder gar keine Zeit. Ja?
Ich zitiere mal Horvath, der diesen schönen Ausspruch getan hat. Eigentlich bin ich ja ganz anders, bloß ich komme nie dazu. Ja? Also das ist dieses Moment. Ja. Ne? Ja, gut, die Zeit führt ja dazu, dass wir uns verändern. Also wenn Sie jetzt mal von Ihren 70 die Hälfte nehmen, 35 könnte man sagen, Sie sind nicht mehr der Gleiche, aber immer noch derselbe? Oder wie fasst man das, dass man sich doch so stark verändert, dass viele Menschen meinen, oder manche vielleicht meinen, sie hätten mit dem Früheren gar nichts mehr zu tun? Zum Beispiel, wenn sie eine Verantwortung für ihr früheres Verhalten übernehmen sollen. Also ich muss Ihnen einfach sagen, also manchmal ist mir die Vergangenheit unglaublich nah. Ja, also gar nicht so fern. Ich bin dann manchmal überrascht, dass das so lange vorbei ist. Ja, also ich meine, das liegt manchmal natürlich auch an äußeren Faktoren. Also zum Beispiel war ich Anfang der 70er Jahre in der Zeit der 68er. Ja, da war ich dann nach der wilden Phase dieser Aufbruchsbewegung war ich dann bei einer dogmatischen, maoistischen, kommunistischen Sekte. So, das ist also wahnsinnig lange einerseits her. Und jetzt mache ich diese Erfahrung, da spielt dann das Internet eine große Rolle. Wenn man dann im Internet irgendwie Informationen über mich ansteuert, dann ist, weil das natürlich besonders interessant ist, steht das ganz vorne. Ja. Jetzt werde ich mit einer Vergangenheit, die für mich eigentlich ziemlich weit weg ist, ist sie aber doch nicht, weil sie auch durch diese äußeren Faktoren auf einmal ganz nah ist und auch ein Punkt wieder ist, wo ich mich wieder damit auseinandersetzen muss. Und da sage ich mir, dass mit dem Veralten, ja, und dass ein Lebensabschnitt vollkommen im Dunst verschwindet, kann ich eigentlich so gar nicht nachvollziehen, sondern mir kommt das manchmal so vor, dass die eigene Vergangenheit auch gewissermaßen atmet. Ja, manchmal höre ich ihren Atem ganz dicht, manchmal ist sie wieder weit weg. Und das Wunder ist dann doch, dass man selber in seinem Ich-Gefühl alles Zustände überwölbt. Man kann sie nicht einfach abstoßen. Sie sind da. Und wenn ich dann äußerlich auch angefragt werde, merke ich auch, ich muss mich verantworten. Ich muss darauf Antwort geben. Das ist ein Teil meines Lebens. Und so rückt manchmal diese Vergangenheit ganz nah, geht wieder weg. Und das ist der Eindruck des Pulsierens, den ich da versuchte zu beschreiben. Mir geht es so, ich bin noch 5 Jahre älter als Sie, dass ich anfange, mich mit Kindheitserlebnissen, dass die sich wieder aufdrängen. Ja. Passiert Ihnen das auch? Ja, also das geht mir auch so, ja. Das beruhigt mich, weil ich mich allmählich frage, ist das eine Alterserscheinung, muss ich mir da Sorgen machen? Das geht mir wirklich sehr so. Es ist aber natürlich immer, das werden Sie auch kennen, das müssen wiederum auch so äußere Anknüpfungspunkten sein. Ja. Also zum Beispiel hatte ich mich ja auch engagiert in dieser Frage Zentrum gegen Vertreibung. Ja, ja? Und nun in diesem Umkreis, da kam für mich auch diese Kindheitserfahrungen, wie meine Eltern, die waren ja nun Heimatvertriebene aus Königsberg. Da waren Sie noch nicht gezeugt. Ich wurde noch in Königsberg gezeugt. Ich bin im Mutterleib geflohen. Und deswegen habe ich natürlich dann nur noch Erinnerung, wie es sich angefühlt hat, dann in der heimatvertriebenen Diaspora in Rottweil, ja, dann groß zu werden, in so einer Art Parallelgesellschaft, muss man doch sagen. Und ich habe ja dann nie so
Naja, sagen wir mal so, dieses Ausgrenzungserfahrung, ja. Vielleicht also nur so, dass man merkte, dass wir eben meine Eltern keine Freundschaften hatten mit den Eltern meiner Schulkameraden. Ja, an solchen Dingen merkte ich dann auch als Kind, dass es irgendwie so ein bisschen anders ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da einen Schaden davon bekommen habe. Aber und diese ganzen Erfahrungen sind auf einmal, sind sie dichter dran, ja, leben, ich entdecke sie. Also es gibt dann auch so etwas wie eine Wiedereroberung der Vergangenheit. Mhm. Aber nur nicht ich mache den Tigersprung in die Vergangenheit, sondern diese Vergangenheit nähert sich mir auf einmal. In mir selber nähert sie sich mir. Ist das Erinnerungsvermögen überhaupt konstitutiv für den Menschen? Also wir haben ja heute als Volkskrankheit, weil wir alle die Chance haben, sehr viel älter zu werden, wird Demenz zur Volkskrankheit. Das heißt, das Risiko laufen wir alle, dass wir vielleicht irgendwann nicht mal mehr wissen, wer wir sind, wer unsere Angehörigen sind. Mhm. Was bedeutet eigentlich das Erinnerungsvermögen überhaupt für das Menschsein? Kann man Mensch sein ohne Erinnerung? Nein. Oder ist sie eigentlich sozusagen ein zentrales und ein eigentliches Wunder, dass wir das überhaupt können? Ja. Vielleicht ist das Erinnerungsvermögen auch das Fundament von Identität. Ja, nur wer sich an einen Zeitraum zurückerinnern kann, als ein Teil seiner selbst, entwickelt ein aktives Gefühl von Identität. Ich glaube, das gehört unbedingt zusammen. Es gehört allerdings auch, das ist auch ein sehr, sehr bedenkenswerte Angelegenheit, auch vergessen können. Ja. Ist nun doch auch ganz wichtig. Ist verdrängen können auch wichtig? Der Borges hat ja mal sich eine Figur ausgedacht, hat ja immer solche Denkbilder, so Denkexperimente gemacht. Jemand, der nichts vergessen kann. Ja. So, das wäre gar nicht, ein Leben wäre gar nicht möglich. Der wäre überfrachtet. Sondern wir haben natürlich sozusagen eine selektive Art, an Vergangenheiten festzuhalten. Und wir wissen auch, und das wird ja auch sehr genau untersucht, dass wir uns in unseren Erinnerungen natürlich auch täuschen, dass wir auch Projektionen begehen und so weiter. Das ist natürlich ganz selbstverständlich. Ein bisschen zu unseren Gunsten frisieren, bis wir selbst dran glauben. Ja, wir frisieren so. Aber es gehört dann auch, also wir sind doch so Wesen, die in so einem Spannungsbogen, wir existieren in so einem Spannungsbogen. Wir sind angewiesen auf Vergangenheit, aber wir sind nicht einfach Wesen, die jetzt eine Vergangenheit betrachten, sondern die Vergangenheit vergegenwärtigt sich uns oder drängt sich auf in dem Maße, wie wir zugleich nach vorne Entwürfe machen, Vorhaben und so weiter oder von einer Gegenwart herausgefordert sind, dann wird jetzt die Vergangenheit wichtig. Ich habe vorher für meinen Fall selber so ein paar Beispiele gegeben. Also erwarten und erinnern, diese beiden, das sind so zwei Grundgesten. Wir erinnern uns im Zusammenhang, dass wir auf etwas zugehen oder indem wir auf etwas zugehen, wird etwas Vergangenes wichtig und wieder aktualisiert. Das meine ich, in diesem Spannungsbogen zwischen Erwarten und Erinnern bewegen wir uns als aktive, bewusste Wesen. Wobei, das führen Sie ja auch auf, es ist ja auch merkwürdig, die Gegenwart, die wir erleben, eigentlich geht es ja gegen Null. Also es ist in jedem Moment, der kann gar nicht so klein sein, dass er dann nicht schon wieder vergangen wäre. Aber Sie sagen ja, das, was man sozusagen erlebt, das ging bei so einfach so eigentlich so 3 Sekunden. Mhm. Der Rest ist eben vergangen oder künftig. Das ist ja, insofern bewegen wir uns ja eigentlich in einer permanenten Gegenwart und alles andere ist eine Leistung unseres Vorstellungsvermögens. Ja, die Gegenwart
bleibt uns erhalten. Die wandert mit. Ja, die, ja. Die wandert ja, ja. Mit. Ja. Die Gegenwart das ist zeitlos eigentlich und ewig. Das hat der Schopenhauer mal so wunderbar gesagt. Also ihr braucht gar nicht Angst haben. Die Gegenwart verliert ihr nie. Solange ihr überhaupt da seid, habt ihr Gegenwart. Ja. Die wandert mit. Und das hat ihre Vergangenheit und Gegenwart. Ich meine, deswegen ist über die Zeit nachzudenken natürlich auch so intellektuell, auch so aufregend. Schon Augustin hat das ja so wunderbar gemacht. Ich habe ihn ja ihm auch ein Stück weit gefolgt, der ja einen Aspekt ja so heraushebt, dass wir ja, weil wir jetzt gerade bei der Gegenwart sind, also wenn wir genau hingucken, ist es ja so jetzt, dass die Gegend, unser Moment ist jetzt wirklich. Der Moment von vorher ist eigentlich schon vorbei. Der ist nicht mehr. Ja. Zwar bei der Aufzeichnung doch, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Also wir haben natürlich jetzt technische Medien, die das festhält. Ja. Aber stellen wir uns nur mal vor, es gibt das noch nicht. Noch kein Fernsehen, nichts. Ja? Dann ist dieser Moment unwiderruflich vorbei, wenn er vorbei ist. Er entschwindet ins Nichts oder nur in unserer Erinnerung. Und der künftige Moment ist auch noch nicht da. So, und so sagt dann auch Augustin, ja, was sind wir arme Wesen, eingesperrt, eingeklemmt zwischen zwei Formen des Nichts oder des Nicht, nicht mehr und noch nicht. Ja. Oh, und da auf dieser kleinen Insel Gegenwart machen wir uns breit und da sind wir wirklich. Naja, er hat ja nicht ganz Unrecht, ja? Er hat, sagen wir mal so, wenn man dem Augustin da ein Stück weit folgt bei dieser Überlegung, ja, dann merkt man ja erst, welche Ungeheuerlichkeit jetzt unsere moderne Zeit geschaffen hat, indem sie aufzeichnen kann, indem sie Bilder aufzeichnet. Unser Gespräch hier kann man noch, wenn man Lust hat, steht es noch in der Mediathek könnte, und kann es zu jeder Zeit noch mal angucken. Uns beide ich meine, das ist was Ungeheuerliches, oder auch Tonaufzeichnungen, So, das sind, was ist das? Das sind kleine Triumphe über die irreversible Zeit, über den irreversiblen Zeitfluss eigentlich. Das alles vergeht, aber hier können wir ein paar Dinge Momente festhalten. Ja? Mhm. Und das hat, würde ich schon sagen, unterschwellig in der Moderne unser Verhältnis zur Zeit doch auch gravierend verändert. Nämlich das Gefühl, dass wir doch nicht so ganz ihr ausgeliefert sind, dass wir kleine Triumphe über das Zeitvergehen doch erringen können. Mhm. Allerdings bis zu diesem Moment, dass wir dann merken müssten, das Leben insgesamt hat dann aber doch keine Replay-Taste. Ja, also so ist es. Bisher nicht. Letztendlich besiegt uns die Zeit doch. Aber kleine Zwischensiege offenbar können wir erringen. Da Sie einen Kirchenvater zitieren, also das Christentum hat ja eigentlich die Idee der linearen Zeit durchgesetzt. Und es gibt ja auch die Vorstellung der zyklischen Zeit, nicht nur im Buddhismus, auch bei Platon, wie Sie schreiben. Und also eine Kreisbewegung, die Vorstellung der ewigen Wiederkehr, Nietzsche und so weiter. Ist es nicht eigentlich eine Spiralbewegung? Also sowohl zyklisch wie, wie linear, das wäre ja die Figur der Spirale. Denn im Grunde gibt es doch beides, oder? Wir haben die natürlichen Zyklen, wir haben das Jahr, wir haben den Monat, wir haben Tag und Nacht. Und trotzdem die Zeit vergeht. Und es ist ja nicht die Wiederkehr des genau Gleichen. Ist nicht genau, nicht, man ist, das ist ganz gut gesagt. Man ist sozusagen schon eine Umdrehung weit. Ja, es ist ein schönes gedankliche Wendung. Es war gesagt, es gibt die lineare Zeit und es gibt die zyklische Zeit. Und wenn wir so, wie Sie das sagen, eigentlich so ein Kompositum aus beiden haben, dann ist das die Spirale, nicht? Das ist die Vereinigung von Zyklus und ich denke, dass so etwas eine Rolle spielt, dass das vielleicht so in uns sitzt. Ich habe mich nur versucht, sagen wir mal so, es ging mir ja auch darum, mal so zu sehen, wie es auch in der Geschichte, wie ist dann
Zeit insgesamt erlebt worden? Was hat zum Beispiel, also diese ungeheure Zäsur, die mit dem Christentum kam, was hat das eigentlich am Zeiterleben verändert? Ja? Und da ist es schon mal wichtig, doch deutlich zu unterscheiden, dass es ein Zeiterleben gibt, das dominant zyklisch ist. Ja, das war noch das auch im Griechentum, diese Vorstellung, dass die Zeit als geschichtliche Zeit irgendwie auf ein Ziel zulaufen könnte. Konnte damals kein Mensch denken, das war vollkommen ausgeschlossen, so eine Vorstellung, sondern es war die naturale zyklische Zeit. Ja? Und deswegen hat ja auch, ich zitiere den Alkmaios, ein Arzt der Antike, so wunderbar sagen können, das Schlechte ist, dass wir nicht den Anfang mit dem Ende verknüpfen können. Ja. Was ja also heißt, dass wir uns gelassen darauf einlassen können, dass wenn wir auch zu Ende sind, das Leben selbst weiter. Dann werden wir unsterblich. Dann werden wir werden nicht physisch unsterblich, aber wir müssten nicht so Angst um uns haben. Ja? Das Leben, wir als ein Teil des Lebens geht das Leben einfach weiter. So, und dann kommt das Christentum mit dieser linearen Zeit. Das ist ja eine lineare Zeit, die auch Heilszeit, die auf ein Ende zuläuft. Weltgericht, also Eschaton, das letzte, Erlösung und Verdammnis, wie auch immer. Da ist natürlich ist der Zeitvollzug selber in sich so ein stark sinnvolles Geschehen, ja, dass jeder eigentlich seinen Platz, man weiß zwar nicht, wie es mit einem selber endet, ja, dass aber das ganze Geschehen auf einen sinnhaften Zug hat, das ganze Zeitvergehen eine sinnhafte Orientierung hat, das ist also klar. Und dann bricht das Christentum, verliert diese ganzen Vorstellungen, verliert an Plausibilität, verschwindet allmählich, kommt dann jetzt so etwas im 19. Jahrhundert, auch mit der Aufklärung, dann der Fortschritt. Das ist sozusagen so eine verweltlichte Form der christlichen linearen Heilszeit. Ja, das ist dann der menschengemachte Fortschritt. Wenn jetzt dieser Fortschritt auch nicht mehr diese überzeugende Kraft hat, dann blicken wir in einen Himmel und blicken in einen Weltraum und konfrontieren uns mit Zahlen wie 20 Milliarden Jahre und irgendwann mal verglüht das Ganze oder implodiert das Ganze. Und da merkt man doch, dass die große Zeit, in der wir drinnen sind, nicht mehr diese sinnspendende Qualität hat, ja, wie das Christentum oder auch noch die Fortschrittszeit oder auch noch diese zyklische Zeit. Ja. Und unterschwellig, das äußert sich jetzt nicht im Alltagsbewusstsein, aber ich würde doch sagen, unterschwellig trägt es natürlich bei zu einer bestimmten Art, sich da hier im Ganzen zu empfinden. Das ist so, wie soll man sagen, die Weltverhältnisse haben sich insgesamt etwas abgekühlt. Ja. Sinnhaft, von der Sinnseite haben sie sich etwas abgekühlt. Ja. Und zugleich unterliegen wir ja einer sich immer steigernden Beschleunigung aller Entwicklung, aller Lebensverhältnisse. Sie werden komplexer, sie entwickeln sich immer schneller. Gleichzeitig kommunizieren wir in Echtzeit, wie man so schön sagt. Also fast in Echtzeit, muss man ehrlicherweise sagen. Und ist das sozusagen etwas, dem wir schicksalhaft ausgesetzt sind, was dann eben auch dazu führt, dass zumindest alle, die ins System eingespannt sind, also vielleicht nicht ich als Pensionär, aber dass die immer weniger Zeit haben und auch nicht durchatmen können, ist die Globalisierung sozusagen in diesem Sinne einfach ein Schicksal oder können wir da überhaupt was steuern oder auch verlangsamen, ist ja so ein schönes Wort, entschleunigen?
Das kommt ja auch bei Ihnen vor, aber ist das überhaupt möglich? Mhm. Kann der Einzelne es und vor allem kann man es irgendwie für Staaten, Nationen, größere Verbünde erreichen? Mhm. Naja, also es gibt dann schon einzelne Widersprüche, wo man nachhaken kann, wo man selber versuchen kann, dass da auch mehr Vernunft ins Spiel kommt. Aber grundsätzlich, da will ich auch gleich noch darauf kommen, aber grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich die Situation, das ist unsere technisch jetzt erreichte Situation, an der da geht kein Weg zurück, sondern das ist unsere. Und was ist da so? Das Neue, etwas in Bezug auf die Zeit. Das eine haben wir vorher schon gehabt. Das ist diese kleine Triumphe über die Zeit, die wir durch die Reproduktionstechniken haben. Ja? Das ist so, das ist die eine Seite. Die andere Seite, auf die ich da ein sehr großes Gewicht lege in meinem Buch, ist auch etwas, wo man einen Schritt zurücktreten muss, damit man wieder darüber staunt. Das ist eben die moderne Gleichzeitigkeit. Also es war ja bis ins 19. Jahrhundert, war es technisch ja nicht möglich, dass man das raumentfernte Punkte so in Echtzeit miteinander kommunizieren konnte. Dass ein Ereignis am Orte B gleichzeitig am Ort A auch miterfahren werden konnte, durch Signalsysteme, durch technische Kommunikation. Das heißt, ich meine, das will uns gar nicht so richtig in den Kopf, dass vor, sagen wir mal, 1880 sowas, war es prinzipiell so, dass wenn man etwas von einem raumentfernteren Punkt erfuhr, es immer, man war immer, die Nachricht kam immer an, dann war das alles schon längst vorbei. Mhm. Ja, man lebte also die ganze Menschheit vorher, da lebte, die jeweiligen lebten auf ihrer Gegenwartsinsel, da war gegenwärtig und gleichzeitig war nur das, was man mit seinen Sinnen abdecken konnte. Sehen konnte, hören konnte. Ja. Alles andere war etwas, von dem würde man dann nur etwas erfahren, verspätet. Alles andere ein Meer, gewissermaßen eine Insel von Gleichzeitigkeit, umgeben von einem Meer von Vergangenheit. So war das. Ja. Und dass wir jetzt in der Lage sind, planetarisch, global, in Echtzeit, ferne Ereignisse kommuniziert zu bekommen und auf diese Weise nun medial wirklich zu Weltbürgern geworden sind und Bewohner, gleichzeitige Bewohner eines Globus, eines ganzen Planeten. Das ist natürlich eine Revolution in der Wahrnehmung von Welt, die ist unglaublich, hat dann wiederum ganz gewaltige Konsequenzen. Also das hängt auch jetzt mit unserer Fähigkeit, das alles zu verarbeiten, mit unserer Fähigkeit, auf Informationen noch die angemessene Antwort zu finden. Ja? Weil wenn es so viel ist, wenn es so global ist. Und diese ganze Schwierigkeit, sich mit diesen erweiterten Horizonten auf vernünftige Weise umzugehen, das bedeutet dann auch ganz einfach, dass dann die Zeit auch auf einmal knapp wird. Es trommeln dann so viele Angebote auf einen ein. Und das sind ja, Information heißt ja auch immer ein Angebot, teilzuhaben an einer anderen Lebenswelt. Ja, und man wird ja ständig hineingezogen in andere Sphären, in andere Ereignisse und so weiter, wenn man kurzum, mir geht es jedenfalls so, ich fühle mich natürlich immer stärker herausgefordert, selber eine vernünftige Auswahl zum Beispiel zu treffen.
Also je mehr man erfahren kann und informieren kann, umso stärker müssen die eigenen Selektionsmechanismen offenbar sein. Je öfters muss man auch Nein sagen, abstellen oder damit man sich einen eigenen Raum sichert. Das heißt, wir sind noch mal auf eine ganz andere Weise gefordert als frühere Generationen. War das eine andere Realität. Ja. Vorhin wollte ich einwerfen, dass die alte Situation haben wir ja nur noch beim Blick ins Universum. Denn was uns da erreicht, das ist schon vergangen, weil das es so lange dauert, das Licht, bis es zu uns kommt. Aber ich will an das anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben. Dieses schnelle Hin und Her der Informationen hat ja auch Folgen. Und eine aktuelle Folge ist sicherlich, wenn heute beispielsweise eine Kanzlerin sagt, ich nehme die armen Menschen, die Flüchtlinge aus Ungarn auf, dass es am selben Tag die Menschen in den Flüchtlingslagern in Jordanien, der Türkei wissen und sagen, gut, dann kommen wir auch. Das heißt, dass man in dem Fall vielleicht ungewollt diese Entwicklung noch mal deutlich verstärkt. Mhm. Und deshalb auch meine Frage, kann man sich auch insoweit überhaupt abkoppeln? Kann man noch mal etwas verlangsamen? Also die Kanzlerin ist ja der Meinung, Sie haben sich ja dazu geäußert, deshalb frage ich noch mal nach, kann man sich noch abkoppeln, auch von solchen Menschenströmen, die ja durch diese Kommunikationsmöglichkeiten mitbedingt sind? Nein, abkoppeln kann man sich nicht, aber man kann, also ich denke schon, dass man da einige Fehler hätte vermeiden können. Also die Flüchtlingsströme, das ist auch eine Herausforderung, ist eine Herausforderung für gesamte Europa. Mhm. Und wir haben aber eben dann die Situation, dass indem die Kanzlerin da auch jetzt vorgeprescht ist, hat sie den Druck erstmal vom übrigen Europa weggenommen. Und jetzt ist es so, dass die Flüchtlingsströme und unsere Forderung, dass die Europäer sich solidarisch zeigen, ist nicht mehr so sehr nur der Druck der Flüchtlinge, sondern Deutschland macht Druck. Also diese unkomfortable Situation hat sie Deutschland gebracht, dass Deutschland, dass die Flüchtlingsströme nicht mehr als primärer Druck auf Europa erscheint, sondern als Druck, den die Deutschen auf Europa machen. Und das kann Europa zum Zerreißen bringen. Ja? Mhm. Und deswegen würde ich schon sagen, abkoppeln kann man gar nicht. Nur die Frage ist, wie man diese gigantische Herausforderung, wie man die bewältigt. Das kann nur Europa bewältigen, das kann Deutschland nicht alleine. Und wir werden aber die Situation dann bekommen, dass irgendwann mal, obwohl ja nicht von Begrenzung jetzt die Rede ist, aber irgendwann mal muss man begrenzen. Und dann wird das noch viel schwieriger, als es am Anfang gewesen wäre, als das im Sommer losging, darauf zu dringen, dass das Europa das Problem löst. Dann, wenn man zu diesem Zeitpunkt jetzt Grenzen machen wird, das wird den ganzen Balkan destabilisieren und so. Das sind ganz furchtbare Konsequenzen. Aber selbst wenn wir die Flüchtlinge verteilen könnten auf Europa, dann würden sie von dort aus doch wieder nach Deutschland kommen. Denn dieses Europa will ja freizügig bleiben. Also wenn ich als Flüchtling nach Polen eingewiesen werde, will aber nach Deutschland, dann komme ich ja doch wieder. Ja, dann kann ich doch auch frei reisen, wenn ich nicht in Lagern festgehalten werde. Das müsste ja mit Residenzpflicht verbunden sein. Aber es gibt ja juristisch so einen Flüchtlingsstatus, kann der Ort schon zugewiesen werden. Ob man das dann immer kontrollieren kann, das ist eine andere Sache. Aber dass es dann trotzdem noch ein großes Problem gibt, das ist klar. Aber jetzt bei diesen Zahlen, wenn das bei Deutschland jetzt hängen bleibt, ist natürlich, das wagt man sich gar nicht vorzustellen, wie sich das dann weiter entwickeln soll. Also ich habe da wirklich ganz, ganz große Befürchtungen, vor allem, weil wir wissen ja, das sind diese ganze nordafrikanische Region ist ja vollkommen destabilisiert. Da sind ja, wie der Gunnar Heinsohn, der die Dinge da erforscht, sagt, da sind allein in Nordafrika ungefähr 12 oder 13 Millionen, die eigentlich darauf warten, nach Europa zu gehen. Und wissen Sie, das
dass einerseits handeln wir das unter Flüchtlingsströme ab. Das ist auch richtig. Aber es handelt sich aber auch um veritable Völkerwanderungen. Mhm. Und also ich habe schon den Eindruck, dass unser Denken noch gar nicht auf diesem Niveau angekommen ist. Auch mit dem Asyl. Ich meine, ich habe das auch mal auch in einem anderen Gespräch auch gesagt, wenn man unseren Standard an Demokratie und ökonomischer Wohlfahrt zugrunde legt und unsere Armutsgrenze gewissermaßen und unsere Demokratie, dann gemessen daran ist, 2/3 der Weltbevölkerung wäre asylberechtigt. Mhm. Also irgendwie ist da wohl jetzt in Bezug auf diese neue Situation irgendetwas nicht zu Ende gedacht. Man muss das wahrscheinlich anders definieren. Hm. Ja? So kommen wir irgendwie nicht weiter. Die Frage ist ja eher, ob wir uns auch Probleme importieren, also nicht nur frauenfeindliche Handlungen etc. wie in Köln gesehen, sondern zum Beispiel auch einen neuen Antisemitismus, zumindest bei den muslimischen Einwanderern. Zumindest kriegt man ja so mit, dass sich der Zentralrat der Juden und andere auch darum Sorgen machen. Ja, da machen Sie diese müssen, Sorge oder kann man das letztlich bewältigen durch eine Art neue Integrationsanstrengung? Mhm. Naja, ich meine, wir müssen ja sagen, dass bisher hat die Integration eher schlecht als recht funktioniert. Wir haben immer noch wie große Teile, die nicht integriert sind. Und wir haben eine Erfahrung, wo Deutschland nun wirklich kein Weltmeister im Integrieren ist. Und das hängt auch damit auch zusammen. Bitte? Die anderen eigentlich auch nicht. Ne? Die anderen also auch nicht, aber in Deutschland ist es vielleicht noch mal besonders schwierig, weil Deutschland auch nicht so richtig mit sich im Reinen ist. Ich meine, wir hatten eine Diskussion über Leitkultur, da galt Leitkultur schon fast als was Rechtsradikales. Ja? Und es gab bei uns auch den Spruch, lass uns mit den Deutschen nicht alleine, haben manche gerade in Berlin gesagt. Ja? Also man merkt, es ist einfach in das integrierende Subjekt ist nicht stark genug und nicht selbstbewusst genug. Vielleicht wird sich das etwas ändern, aber solche Riesenmengen zu integrieren, die Qualifikation ist ja auch ziemlich schlecht. Sehr wenige werden einen Arbeitsplatz finden. Es wird sehr viele auch sexuell frustrierte junge Männer geben. Es wird Probleme geben, womit beschäftigen sie sich. Also das heißt, wir müssten so große Anstrengungen machen, um das Problem zu lösen. Lösen kann man es nicht, aber es aushaltbar zu machen. Und da, denke ich, ist das Bewusstsein dessen, was da jetzt geschieht, noch nicht ernsthaft genug in den ganzen Weiterungen, die das eigentlich bedeutet. Aber sind Sie langfristig pessimistisch oder sind Sie von der Persönlichkeitsstruktur her eher ein Optimist, was immer geschehen mag? Also pessimistisch. Ich denke aber, das Land wird sich sehr verändern. Mhm. Und nicht im erfreulichen Sinne. Wir werden da nicht untergehen. Aber eine Gesellschaft kann sich, wenn ein bestimmtes Maß an Fremden in eine Gesellschaft hineinkommen, dann verliert die Gesellschaft ihre innere Kohärenz. Und mein Gedanke ist ja, die Menschenrechte und all diese Dinge, diese Werte, für die auch die Demokratie steht, setzen einen funktionierenden Staat voraus. Wir haben Menschenwürde und Menschenrechte haben wir nicht, wie wir unsere Gliedmaßen haben, sondern nur in einer staatlich verfassten Ordnung haben sie Gewicht und können sie verteidigt werden. Wenn aber die Staatlichkeit elementar geschwächt wird, dann sind auch diese Rechte nicht mehr garantiert. Und da meine ich,
da ist für mich schon Köln ein Menetekel. Mhm. Ein Menetekel für eine mögliche Entwicklung, dass wir anomische Verhältnisse da und dort, nicht überall, aber da und dort bekommen. Ich würde mich schon mal interessieren, ein Presseorgan sollte das doch mal machen, mal eine Landkarte von Deutschland bringen und die Gebiete mal einzeichnen, die jetzt schon eigentlich kaum begehbar sind, wo es jedenfalls also, gefährlich ist. Ja. Ja, das würde ich ganz gerne mal hören, damit man nicht im Sinne, da heißt es dann immer, man soll hier keinen Alarmismus machen. Nein, aber man muss Realismus machen. Und man muss wissen, wo man vor allem was tun muss, damit wir nicht, damit die Situation nicht kippt. Wir sind noch mittendrin im Thema, aber unsere Zeit ist um. Das war eine Begegnung mit Rüdiger Safranski. Herzlichen Dank.